Die Pressekonferenz, präsentiert vom Coburger Tageblatt. Mit uns sind Sie immer auf Ballhöhe und ganz nah dran am HSC 2000 Coburg. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen dem HSC 2000 Coburg und dem TV Emstetten. Zunächst die nackten Zahlen zu dieser Partie des 28. Spieltages. Endstand 33-23, Halbzeit 14-10 vor 2149 Zuschauern. Neben mir die beiden Trainer für den TV Emstetten, Daniel Kubes, und unser Trainer vom HSC 2000 Coburg, Jan Gor. An den Gästetrainer die erste Frage. Daniel, wie hast du das Spiel diesmal erlebt? Das war das achte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams. Ja, danke für die Frage. Ich möchte in erster Linie HSC und Jan zum Sieg und natürlich nochmal zum Geburtstag gratulieren. Ich denke, deine Spieler haben sich heute sehr gut präsentiert und auch schöne Geburtstag geschenkt für dich gemacht. Ja, zu dem Spiel, ja, ich habe mir ganz ehrlich viel vorgenommen. Ich habe gedacht, wir werden uns einfach besser präsentieren, als wir tatsächlich gemacht haben. Ja, wir haben einfach das nicht geschafft oder wieder nicht geschafft, gegen Coburg einfach gut zu spielen. Ja, 23 Tore wieder, das ist einfach für uns nicht gut genug. Ja, es tut mir sehr leid und ich bin auch enttäuscht, weil ich habe wirklich heute einfach fest geglaubt, dass wir diese Fluch einfach irgendwie brechen und endlich gewinnen. Und ich muss einfach noch viel mehr lernen, dass ich einfach unsere Leistung besser einschätzen kann. Und das werde ich auch tun. So, ich wünsche HSC alles Gute in den Verlauf und ich hoffe, dass ihr eure Ziele erreicht und macht weiter so. Es hat heute Spaß gemacht zuzuschauen, wie ihr gespielt habt. Vielen Dank. Danke, Daniel. Jan, schöner Geburtstag für dich. Deine Meinung zum Spiel? Ja, guten Abend und vielen Dank für die Glückwünsche in mehrerlei Hinsicht. Du sagst zum Geburtstag und ja, was draußen von den Fans da kam, unglaublich. Ganz herzlichen Dank dafür. Aber auch an die Glückwünsche von meinem Kollegen, die mir sehr viel wert sind. Denn wenn ich mir überlege, was es immer an Vorbereitung bedeutet, gegen Emstetten zu spielen und hinterher sagt man, naja, es ist ja wie immer, dann tut mir das ein bisschen leid, weil Emstetten eine Mannschaft ist, die, wenn sie den Fuß in der Tür hat, einfach extrem präzise und auf den Punkt spielen kann. Was Krings zusammen mit Bosovic und so weiter dann macht, mit dem Kreisläufer noch, das ist schon echt, echt stark. Aber wir schaffen es und wir haben es auch heute wieder geschafft, an entscheidenden Punkten gut zu stehen. Wir haben in der ersten Halbzeit 10 Gegentore bekommen, wir haben in der zweiten Halbzeit 13 Gegentore bekommen. Das spricht einfach wieder für eine richtig gute Defensivleistung in Verbindung mit Jan Kulanek. Und ich habe heute in vielen Strecken eine Mannschaft gesehen, die mich viel erinnert hat an das Team der Hinrunde. Wir haben heute mit Marcel Timm eine Variante mehr im Innenblock gehabt. Wir konnten Anton Pause geben, erste Halbzeit, Markus mal Pause geben. Das ist einfach, das ist bedeutsam. Das zeigt aber auch, wie gut die Mannschaft in den letzten Wochen gearbeitet hat, als es vielleicht nicht so leicht von der Hand ging, aber eben als wir nur eine richtige Mittelblockbesetzung hatten und Seppel Weber in die Bresche gesprungen ist. Und von daher freut mich, dass wir das heute wieder einfach bestätigt haben. Und ich glaube, wenn wir das jetzt eine Zeit haben, dann werden wir das nochmal ein bisschen optimieren können. Ansonsten, und das hängt damit zusammen, starkes Konterspiel von unserer Seite. Ich fand das gerade in der zweiten Halbzeit viel über Felix Spross, eine extreme Tempoorientierung in unserem Spiel. Wir haben von unseren Rückraumlinken, Braga Peña und Weber, 12 Tore gehabt in diesem Spiel. Das hat unseren Gegner auch dazu veranlasst, offensiv zu verteidigen. Das haben wir nicht immer perfekt gelöst, aber wir haben auch dort unsere Antworten gefunden. Und von daher ja, war das ein Heimspiel, was in dem viel für uns gelaufen ist. Und von daher bin ich natürlich sehr froh, dass wir das
dann als Heimsieg für uns auch verbuchen können. Dankeschön. Daniel, für euch kommt der wichtige April jetzt in den nächsten Wochen. Großwallstadt, Hagen, Hamburg, das sind wahrscheinlich die Partien, wo es darum geht, euch da endgültig zu verabschieden aus der Zone, wo ihr nicht hingehört. Sind das die wichtigen Partien jetzt, die auf euch zukommen? Ich meine, jede Partie ist einfach wichtig. Also ich weiß, was du meinst, aber vielleicht die Wortwahl ist falsch. Oder in meinen Augen oder Ohren falsch, weil, also was gibt Geileres als hier zweite Ligaspiele vor 2200 Zuschauern zu spielen in Coburg gegen eine Mannschaft, der vielleicht gerne in die erste Liga aufsteigen möchte. Also, Entschuldigung, das ist einfach, ich empfinde das so, ja, ich hatte wirklich Lust, vielleicht heute nochmal zu spielen und klar, ja, wir müssen unsere Punkte sammeln. Ich denke, ja, wenn wir 34 Punkte erreichen in der Liga, dann so, meiner Einschätzung nach, die relativ schwach ist, sollten wir in der Liga bleiben. Das ist die oberste Priorität, die wir haben. Und ja, ab jetzt geht es kompletter Fokus auf Großwallstadt und ich werde dafür alles tun, dass wir uns in dem Spiel einfach besser präsentieren. Dann nächste Woche für uns schweres Auswärtsspiel in Essen. Haben wir noch was gut zu machen? Ja, was heißt was gut zu machen? Also Essen und wir haben uns hier, glaube ich, eine unfassbar enge und umkämpfte Partie geliefert. Bis 6 Sekunden vor Schluss war alles möglich. Du kannst ein Tor machen und gewinnst, du kannst unentschieden spielen oder, wie wir, einen Ballverlust dann haben und dann macht Essen mit dem Schlusspfiff im Prinzip den Siegtreffer. Da war das bessere Ende für den Tusem und wir wollen uns diese Woche natürlich gut vorbereiten und wollen sehen, dass am Freitag dann das Pendel zu unseren Gunsten ausschlägt und wir uns dann dafür in Anführungsstrichen revanchieren und die 2 Punkte mit nach Hause bringen. Wäre ein ganz wichtiger Mosaikstein für uns auf dem weiteren Weg, denn wir haben noch viele Spiele und da bin ich ganz bei meinem Kollegen. In jedem Spiel gewinnst du das mit den 2 Punkten oder verlierst du das und so eng wie das in diesem Jahr ist, ja, kann man sich nie sicher sein und das werde ich auch nicht müde zu betonen. Das ist auch das Schöne in dieser zweiten Handball-Bundesliga. Ich bedanke mich bei beiden Trainern. Daniel, euch eine gute Heimreise nach Emstetten. Jan, danke und wir sehen uns wieder zum nächsten Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Guten Nachhauseweg, Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. April 20, 19:30 Uhr. Der HSC gegen Lübeck-Schwartau. Eine Region, ein Verein, ein Ziel. Wir von NECTV sind immer auf Ballhöhe und für unseren HSC stets hautnah dabei. Auf geht's, Coburg!